Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast im altehrwürdigen Café Domeyer in Hietzing. Zwischen der Ursula und mir sitzt Rudolf Rudi Anschober, ehemaliger Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Das haben wir sogar aufschreiben müssen, weil so viele Themen sind. Was nicht dabei ist, und das ist unser heutiges Thema, ist der Tierschutz. Ist der Tierschutz und Tierthemen in Österreich stiefmütterlich behandelt? Zunächst einmal guten Tag. Danke für die Einladung. Schön, dass wir da ein bisschen plaudern können miteinander. Ich hoffe, es wird für die Hörer und Hörerinnen halbwegs interessant. Stiefmütterlich behandelt würde ich nicht sagen. Es gibt ja Teilbereiche, wo wir in Österreich im Tierschutz recht weit sind. Meistens durch Krisen verursacht, Krise kann immer eine Chance sein, die dann auch zur Chance gemacht wurden, Stichwort Eierkennzeichnung, Geflügelbereich etc. oder der Wein ist eine Klassikergeschichte eigentlich, wie man aus einer Krise heraus zur Qualität kommt. Aber wir haben schon noch einiges zu tun und dass der Tierschutz nicht im Namen ist, hat einfach damit zu tun, dass der Name schon sonst extrem lange geworden wäre von diesem Ministerium, weil einfach sehr viele Kompetenzen, die nicht im Namen sind, auch noch mit dabei sind. Also wir sind für Teilbereiche der Geschlechtergerechtigkeit, für Teilbereiche der Ernährung auch zuständig. Und das kannst du nicht alles in den Namen verpacken. Aber bei mir war ziemlich klar, ich bin ein Tierschützer vom Herzen her, ja, lebt das auch, bin Hundebesitzer, lebe mit zwei Katzen noch dazu und mag einfach Tiere sehr gern. Glauben Sie, dass manch einer, obwohl es heute sicher nicht um uns geht, nicht um die Politik, aber wir haben es im Vorfeld ein bisschen diskutiert, glauben Sie, dass manch ein ressortführender Minister oder Ministerin überrascht war, festzustellen, dass man für Tiergesundheit und Tierschutz auch zuständig ist, weil das ein bisschen sozusagen nicht das Prominenteste der Ressorts in dieser Kombination ist? Ich glaube eigentlich nicht. Also wenn ich mir so die Kollegen und Kolleginnen, die mir vorgegangen sind, anschaue, habe ich mit etlichen gesprochen. Mit einer Ausnahme. Und bei denen habe ich den Eindruck gehabt, die haben das sehr bewusst auch gemacht, von Beginn an gewusst und haben das auch ernst genommen. Ist halt wie immer in der Politik so die Frage immer, dieses Missverhältnis zwischen dem, was man im Gespräch, in der Sitzung mit den Fachexpertinnen und Fachexperten für gut, richtig und notwendig erachtet und dem, was dann auch umgesetzt wird. Das ist oft eine ziemlich klaffende Lücke und mit ein Problem in der Politik. Ist es sinnvoll oder wissen Sie, warum das so ist, dass die Tiergesundheit im gleichen Ressort mit der Humangesundheit ist? Gibt's ja, das ist ja schon lange so in meiner Wahrnehmung, oder? Wie das historisch entstanden ist, weiß ich nicht. Das Ministerium ist ja eigentlich anders aufgestellt gewesen, Gesundheit und Soziales, als die beiden großen Eckpfeiler des Hauses, sind mehrfach zusammengekommen und wieder auseinandergenommen worden. Hat ja bei Regierungsverhandlungen oft mit den parteipolitischen Interessen eines Koalitionspartners zum Beispiel zu tun. Und ich glaube, dass es eigentlich ein großes Geschenk ist, dass das Ministerium so aufgestellt ist, wie es jetzt aussieht. Dass man nämlich einerseits das Soziale und die Gesundheit zusammennimmt. Heute ist für extrem wichtig, hat ja einen großen Mangel und Fehler aus meiner Sicht gegeben, dass man glaubt, Sozialpolitik mit billigen Lebensmitteln machen zu können. Heute für grundfalsch. Sozialpolitik muss man mit Geld machen, mit den Handlungsmöglichkeiten machen und einem Menschen, der nicht so viel Einkommen hat, steht es genauso zu, ein gesundes Lebensmittel sich kaufen zu können. Das kann man nicht über billige Lebensmittel machen. Das ist der eine Bereich und der andere Bereich ist, dass Gesundheit sie eigentlich ja durch alle Lebensbereiche durchzieht. Deswegen war ich eigentlich
hat ein bisschen auch mit der Pandemie zu tun, von meinem Verständnis, von meinem Selbstverständnis zuerst einmal Gesundheitsminister, weil du bist beim Tierschutz Gesundheitsminister, du bist beim Konsumentenschutz Gesundheitsminister und das zieht sich eigentlich quer durch bis hin ins Soziale, wo wir auch sehr viele Gesundheitsfragen haben und dieser gleichberechtigte Zugang zu einer guten Gesundheitsbetreuung und vor allem zur Gesundheitsvorsorge, der ja rhetorisch immer im Mittelpunkt steht, in der Realität aber kein Thema ist in Wirklichkeit, im Wesentlichen, im Großen und Ganzen. Das ist eigentlich ein guter Zugang. Ich habe noch eine Frage zum Einverständnis und ich möchte ein bisschen nachbudeln. Ne? Im Ministerium, da gibt es also Gespräche mit den Fachreferenten, mit den Sektionschefs etc. Da gibt es ja einen Plan. Ja? Und die Minister in Österreich sind ja nicht weisungsgebunden, wenn ich das richtig sehe. Also nicht gegenüber dem Bundeskanzler zum Beispiel. Und dann geht man hinaus mit einem Plan, egal zu welchem Thema, Tierschutz, Soziales, Gesundheit etc. Und dann beginnt der Plan irgendwie zu bröckeln. Oder dann mit dieser Plan sozusagen auseinandergenommen von Pressure Groups, die Interessen haben. Es gibt zwei unterschiedliche Bereiche, würde ich sagen, ganz grob geschnitzt jetzt formuliert. Der eine Bereich ist all das, was im Regierungsübereinkommen von den beiden Koalitionspartnern bei den Regierungsverhandlungen ausverhandelt wurde. All das ist in trockenen Tüchern sozusagen, wobei manchmal halt die Formulierungen nicht allzu präzis sind. Das heißt, der Widerspruch und die unterschiedliche Interessenslage kommt dann oft erst im Detail raus, weil man sich halt gerne auf Wörter einig, die unterschiedlich interpretierbar sind, damit man Einigung hat bei einer Regierungsverhandlung. Das ist immer schade. Aber im Wesentlichen das, was im Regierungsübereinkommen verankert ist, daran halten sich die beiden und da kann man dann gut arbeiten. Was anderes sind die Themen, die man nicht geschafft hat, ins Regierungsprogramm hineinzubringen oder die halt im Laufe einer Legislaturperiode frisch kommen, neu kommen, nicht berücksichtigt, nicht bedacht wurden, neue Aktualität haben etc. etc. Gibt es auch sehr, sehr viele. Wir haben die Pandemie zum Beispiel nicht berücksichtigt im Regierungsübereinkommen, weil keiner daran dachte, dass es so weit kommen kann. Und das sind dann eher die mühsameren Themen, wo es, wenn wir beim Tierschutz, wo wir zuerst waren, bleiben, im Wesentlichen so gewesen ist, dass es Expertenbeiräte gibt zu den Tierschutzthemen, von denen werden Vorschläge gemacht, was Optimierungsbedarf betrifft. Und dann versucht man halt auf der koalitionären Ebene das auszuhandeln und zu einer Lösung zu kommen. Bei manchen Themen gelingt es, bei manchen merkt man, da ist eine andere, völlig andere Interessenslage da und da geht ein Überzeugen nicht. Mir ist es immer ein Anliegen, es so zu machen, dass man bei einer Verhandlung dem Verhandlungspartner auch signalisiert, man versteht seine Ausgangssituation, weil hat ja auch einen Job zu tun und das ist meistens eine legitime Situation. Und gleichzeitig, dass es aber oft auch Schnittmengen, Lösungsansätze gibt, wo Win-Win-Situationen für beide Seiten entstehen. Und da wird Politik eigentlich spannend, wenn man das entdecken kann, dass man aus dem polarisierten Unterschied dann eine gemeinsame Schnittmenge findet, die für beide Seiten einen Fortschritt darstellt. Gehen wir ein bisschen weg von den sozusagen parteipolitischen Hintergrund oder wie Koalitionsabkommen und Regierungsübereinkommen entstehen, hin zu, wie gelingt denn dann im Ressort Tierschutz, Tierwohl quasi an die Österreicherinnen und Österreicher zu tragen, mit welchen Themen. Wir sind in der Gestaltung dieser Staffel, haben wir viel diskutiert, so der Überbegriff Tierwohl, das ist so ein Begriff, der wird gerade in alle Ecken und Enden gezogen. Jeder definiert ihn so, wie er ihn brauchen kann. Auf jeder Plakatwand. Jedem Plakat ist natürlich sozusagen der Versuch zu zeigen, man kümmert sich drum. Aber wenn man genauer hinschaut, was heißt es? Und wir versuchen in dieser Staffel ein bisschen sozusagen reinzubohren und mit unseren Gesprächspartnern herauszufinden, was ist es denn, das Tierwohl? Wer bestimmt es? Welche Themen bestimmen das? Wie würden Sie das sehen in Österreich? Was sind die großen Tierwohlthemen, Tierschutzthemen? Und wie gelingt es, wenn man ressortzuständig ist, die sichtbar und präsent zu machen, was zu beeinflussen, was zu verändern? Ein großes Themenfeld, das Sie da jetzt angerissen haben, könnte man eine Stunde oder zwei Podcast-Sendungen reden drüber. Weil es ja dem entspricht, was wir jetzt zuerst ganz kurz angerissen haben, nämlich so Begrifflichkeiten, die unterschiedlich interpretierbar sind, fühlbar sind. Klassiker aus der Ökologie heraus, der Begriff Nachhaltigkeit. Dann hat es irgendwann einmal die Situation gegeben, wo es, glaube ich, keinen Konzern der Welt gegeben hat, der sich nicht als nachhaltig bezeichnet hat, weil es unterschiedlich auch interpretierbar, fühlbar und kaum kontrollierbar jetzt in dem Sinn
Blockchain ist, weil es keine Grenzwerte, keine ganz präzisen Definitionen gibt etc. Mittlerweile finde ich, dort bei der Nachhaltigkeit gehen wir gerade in einen Bereich, wo man sie messbar machen, finde ich, weil man erkannt hat, dass es ökonomisch und politisch ein Riesenthema ist, aus unterschiedlichsten Gründen, würde jetzt zu weit führen, aber ich finde, dort kommen wir gerade in eine Richtung, dass man es greifbar und messbar machen. Und der Nachhaltigkeit war langer Begriff, wo gar nichts dahinter stand. Ja. Also alles, was messbar wird, präzisierbar wird, ist, glaube ich, für den Konsumenten, für die Konsumentin gut, weil man sich darauf dann verlassen kann. Und das nicht nur ein Füllbegriff, ein Wolkenbegriff ist. Das halte ich für sehr wichtig, weil das Konsumenten auch ein bisschen verdrossen macht, wenn man sich nicht darauf verlassen kann und wenn es so unterschiedlich weich interpretierbar ist. Wie thematisiert man Tierschutzfragen? Klassiker, mein Zugang zur Politik, sehr stark mit Medien und mit ganz bestimmten Beispielen, die man verständlich machen kann oder die man so runterbrechen kann, dass sie nachvollziehbar sind, auch für Menschen, die nicht das Geschenk haben, dass sie jeden Tag Politik verfolgen können und Politikwissenschaften studiert haben oder was Ähnliches. Und darum geht's ja. Politik ist sehr stark eine Kommunikationsarbeit und aus meiner persönlichen Sicht ein Übersetzen. Ja? Ein Übersetzen von sehr komplexen Sachverhalten, die man vereinfacht, aber trotzdem nicht platt macht. Das ist, glaube ich, die große Kunst, dass der Sukkus sozusagen bleibt. Ein Beispiel, was könnte man denn hernehmen? Ein Beispiel war leider nicht gelöst, war mittendrin. Es ist irgendwann einmal die gleich am Beginn, wie ich in meine Funktion gekommen bin, im Jänner 2020, ein Video aufgetaucht, das von Tierschützern bei Tiertransporten, und zwar bei Kälbertransporten, ja, bei internationalen. Wir haben eine Folge darüber auch gemacht. Ah, sehr, ja, gut. Gedreht wurde und ich habe das nicht gekannt und das funktioniert halt dann oft so. Es steht plötzlich der ZIP-Redakteur vor dir, heute das Mikrofon vors Gesicht und dann musst du innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden, wie reagierst du drauf, ist dir das ein Anliegen, wie kann man herangehen an das Thema. Und in dem Fall war es für mich recht einfach, weil ich mich mit dieser Grundfrage, wo beginnt eigentlich Tierschutz, wo hört er auf, was ist das Anrecht eines Lebewesens, begonnen habe und das mein Grundzugang ist, nämlich das eigentlich unglaublich und ungeheuerlich, dass das nicht international klar ist, wir europaweit keine klare rechtliche Klärung haben, dass Tiere Lebewesen sind und keine Dinge. Spanien hat vor wenigen Monaten eine neue Gesetzeslage definiert, dass Haustiere zum Beispiel Lebewesen sind. Erstmals, nur die Haustiere, die anderen nicht. Genau. Okay. Erstmals in der spanischen Geschichte, gigantischer Fortschritt. Spanien, die große heilige Kuh unter Anführungszeichen, ist jetzt wenig gelungen, die Formulierung von meiner Seite, der Stierkampf. Das ist das Reizthema schlechthin. Ich finde ganz gelungen in Wirklichkeit. Ja, ja und nein. Aber das ist das Reizthema in Spanien, das sollte man jetzt nicht spanischen Tierschutz in den Mittelpunkt stellen, aber das ist so ein Beispiel, worum es aus meiner persönlichen Sicht eigentlich geht. Und wenn ich einen Österreicher und eine Österreicherin sage, hallo, das sind Lebewesen mit Gefühlen, ja, die Schmerz erleiden können, die Freude haben können, etc., etc., dann versteht es fast jeder und jede und dann werden wir 95% der Bevölkerung recht geben oder 98 oder 99%. Und wenn das die Ausgangssituation ist, dass man diesem Lebewesen kein Leid zufügen will, sondern Rücksicht auf diese Tatsache, dass es ein Lebewesen ist mit Gefühlen, mit Schmerz, mit Freude, wenn man auf das Rücksicht nimmt, dann lässt sich eigentlich Tierschutz und Vorgehen im Tierschutz, finde ich persönlich, relativ einfach umsetzen. Es ist ja nie so, dass es schwarz-weiß ist, sondern immer ein Annäherungsprozess ist, wo man von einer Situation nicht morgen schon im Paradies der Wunschträume ist, sondern wo es um einen Prozess geht, wo man ein Ziel definieren muss. Und für mich persönlich ist dieses Ziel, all das zu tun, dass wir dem gerecht werden, dass Tiere eben Lebewesen sind und dass wir ihnen möglichst wenig Schmerzen zufügen wollen. Ich glaube, da war jetzt sehr viel drinnen, was auch konkret Thema ist. Wir haben EU-Themen, EU-legislative Länder, wir haben Transporte, wir haben Kälber, die von Österreich nach Spanien im Übrigen transportiert werden, um dort
gemästet zu werden, aus kommerziellen Gründen offensichtlich, weil das günstiger ist in Spanien. In der Folge, die wir gemacht haben, hatten wir beide eigentlich den Eindruck, dass Österreich sehr restriktive Gesetze zum Thema Tiertransport hat. Sind wir da weiter als andere EU-Länder? In manchen Bereichen schon. Wir haben es zuerst kurz gestreift, aus meiner persönlichen Sicht überall dort, wo es Krisen gegeben hat. Und großes Danke, das möchte ich an der Stelle auch sagen, Tierschutzorganisationen haben, die den Finger auf die Wunde gelegt haben und Themen sichtbar gemacht haben. Aber die braucht es immer. Braucht es die anderen und braucht es die Krisen, weil Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, damit sich was ändert? Warum kann man nicht Dinge gestalten und weiterentwickeln, ohne dass es einen Vorfall gibt, sagen wir es mal so. Ja, weil es oft so ist. Ich meine, es gibt ja eh auch Entwicklungen, die man verbessert, ohne dass es ein großes Thema wird. Meistens sind es dann Entwicklungen, die nie öffentliches Thema werden. Meistens haben wir ja Öffentlichkeit nur dort, wo ein Missstand vorhanden ist. So ticken wir ja in unserer Kommunikationsgesellschaft und Informationsgesellschaft. Only bad news are good news. Und wie oft habe ich mich geplagt in diesen anderthalb Jahren und auch vorher in Oberösterreich in der Regierungsarbeit, Themen in den Medien zu setzen. Wenn das nur Positivthemen waren, schaut, ich jetzt kennen, wir sind da sehr weit und das ist gut und gehen wir diesen Weg weiter mit dem nächsten Schritt, haben mir die Journalisten gesagt, hey, das ist sehr nett, hast ein klasses emotionales Büdel, dann bringen wir es vielleicht unter, aber Geschichte ist keine. Ja? Und das ist eigentlich total schade, weil uns auch ein bisschen das Verständnis dafür abhanden kommt, wo wir jetzt stehen. Und ich persönlich finde ja, wenn man einen Partner wie der Landwirtschaft zum Beispiel im Tierschutzbereich auch sichtbar das Gefühl geben kann, und zwar berechtigtes, ehrliches Gefühl geben kann, hallo, ihr leistet in vielen Bereichen einen Beitrag. Und ihr seid einen guten Weg schon in manchen Bereichen gegangen, dann ist das ja auch für die nächsten Schritte viel leichter und viel besser. Und das fehlt uns ein bisschen aus meiner Sicht, dass wir reden miteinander, dass wir ehrlich reden miteinander und dass wir einen Respekt vor der Situation des anderen haben. Insgesamt haben wir ja das Glück, dass wir relativ in vielen Bereichen kleinstrukturierte Landwirtschaft nach wie vor haben, auf die wir uns schauen müssen. Und die in einer völlig anderen Arbeits- und Wirtschaftssituation, auch in einer Konkurrenzsituation zu manch anderen sind. Bin gerade drei Tische weiter mit Landwirten gesessen vor wenigen Tagen, wo es um die Kälberzucht gegangen ist. Und das ist ja eine Tragödie, wenn ich mir anhöre, was wenige Kilometer von unseren Grenzen, wenn man innerhalb der EU von Grenzen reden will, in den Niederlanden zum Beispiel im Bereich der Kälberzucht die Realität ist. Und es keinen Schutz von guten Strukturen und guten Haltebedingungen in Österreich gibt, weil wir auch dem Konsumenten keine Chance geben, das auch zu leben. Ich glaube, der Konsument ist eigentlich ein toller Partner für einen Landwirt in vielen Bereichen. Und das kann er aber nur dann sein, wenn er weiß, was er konsumiert. Ja? Das heißt, es läuft auf Kennzeichnung deswegen hinaus. Ist die Kennzeichnung extrem wichtig, aber großer Appell von meiner Seite, nicht nur in Teilsegmenten, sondern auch da, wo wir jetzt sitzen. Also wenn sich da jemand ein Schnitzel bestellt, wenn er es haben will, soll er es essen. Aber ich glaube, es ist für manche total interessant zu wissen, von wo kommt das Schnitzel. Da meine ich jetzt nicht den Bauernhof mit der Gasse sowieso und der Hausnummer, sondern damit meine ich Regionen zum Beispiel. Und wenn ich weiß, das ist ein Kalbfleisch, das aus Österreich kommt, dann weiß ich, wenn ich mich informieren will, auf jeden Fall, unter welchen Bedingungen diese Kälber leben. Ja. Fragen Sie nach, wenn Sie im Gasthaus Schnitzel vom Kalb bestellen? Ich frage nach, ich bin ein extrem angenehmer Kunde, aber ich kann auch lästig sein in manchen Bereichen. Dort, wo ich hingehe, wird das meist eh verstanden. Es gibt ja auch viele Wirtshäuser in Österreich mittlerweile, die von sich aus diese Kennzeichnung durchführen und die sagen, ja, das ist ja eigentlich eine völlig selbstverständliche Weiterentwicklung. Wir haben irgendwann Situationen gehabt, ich trinke gerne ein Achtel Wein, einen guten Wein. Wir haben in Österreich irgendwann Situationen gehabt und nicht nur in Österreich, wo es keinen Weinnamen auf der Speisekarte gegeben hat, sondern da hat es geheißen, der Hauswein. Ja. Weiß oder rot. Weiß oder rot. Auch da haben wir uns weiterentwickelt und für die meisten Wirtshäuser ist es völlig logisch, dass ich reinschreibe, okay, ich habe da einen Welschriesling aus der Steiermark,
Da gehen wir sogar noch viel weiter mit Ja sowieso, Jahrgang etc. etc. Beim Bier ist es mittlerweile ähnlich. Ja? Das ist ein Qualitätsmerkmal eines Restaurants. Und dort müssen wir beim Fleisch und so weiter genauso hinkommen. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, wird es eine Dynamik geben, die gut wirtschaftende, tierschonend wirtschaftende Landwirtschaft einfach unterstützt. Wenn wir mal von der Landwirtschaft ein bisschen weggehen und von den sogenannten Nutztieren, weil man neigt immer ein bisschen dazu, das Auge nur dort speziell hinzuwerfen oder halt die Lupe draufzulegen. Tierschutz und Tierwohl gilt ja genauso für Haus- und Heimtiere. Wir haben eine Folge mit dem Zoo Schönbrunn gemacht, also Zootierhaltung ist ja eine relativ große Bandbreite. Zootiere sind vielleicht nicht die meisten, aber Haus. In welchem Ministerium ist eigentlich der Tiergarten Wien? In der Landwirtschaft, würde ich meinen, oder? Ist bei der Kollegin Köstinger, ja. Okay. Aber also wie sieht es aus mit, wenn man es jetzt wieder von der Zuständigkeit oder auf die Zuständigkeit runterbricht und auf die Möglichkeiten, auf die Themen, die dort auftauchen, Haus- und Heimtiere, was sind die großen Themen dort, was Tierwohl betrifft? Weil wir neigen doch, glaube ich, immer ein bisschen dazu, dass wir sozusagen auf die anderen Bereiche gern streng hinschauen, aber wie man mit der eigenen Katze, dem eigenen Hund umgeht, um jetzt die bekanntesten Beispiele zu nennen. Und wir hätten ja gehofft, dass Sie einen Hund mitnehmen. Ja. Ja, wenn er gesund wäre, wäre er dabei. Das ist ein treuer Begleiter seit 12,5 Jahren. Das ist ein älterer Herr schon. Er braucht eine Pause. Mit der Zahl habe ich jetzt schon gesagt, worum es geht. Ja. Und er hat sich ein bisschen mehr Schlaf und Ruhe verdient. Ich sehe ihn allerdings immer wieder auf Instagram. Ja, das ist richtig. Witzige Geschichte. Die zeigt, wie Tiere auch ticken, aus meiner Sicht. Wir haben irgendwann einmal ein Wahlkampffoto gebraucht für Landtagswahlen in Oberösterreich. Da ist es um den Begriff Bildung gegangen. Und die Agentur hat uns vorgeschlagen, was gibt's Besseres, als damals war ich Landesrat, einen Landesrat abzubilden auf einem Plakat, der Lehrer gewesen ist vorher, der Kinder total mag, der Tiere mag, machen wir einfach eine Spielsituation mit Kindern und mit Hund. Okay, das ist, wie soll ich denn sagen, nicht so ganz nach Programm gelaufen, weil halt das mit Kindern nicht nach Programm laufen kann, sondern die wollen, wenn sie wirklich einen Spaß haben, dann ist es gut, aber dann ist es nicht in 4,5 Minuten zu handeln. Und wir haben wirklich viel Spaß gehabt, auf der Wiese herumgetollt und der Agur, mein Hund, ist mitten drinnen gewesen, der liebt Kinder total und das war für ihn einer der schönsten Tage überhaupt. Sie hat ein paar Stunden dahin gezogen, das heißt die Kosten für Fotografen etc. sind wahrscheinlich nicht im Rahmen geblieben. Und der hat dieses Erlebnis, dass er so viel Spaß mit mir und mit den Kindern hatte, hat er sozusagen identifiziert offensichtlich mit dem Fotografen. Weil für den haben wir ja dann posiert in einem gewissen Sinn. Ja, und der ist im Mittelpunkt gestanden. Der hat uns immer wieder auseinandergeglaubt und wollte uns sagen, so und so und so müssen wir uns verhalten, was nicht wirklich funktioniert hat. Aber dem Marco ist klar geworden, der Spaß von ihm und den Kindern und von mir hat was mit der Kamera zu tun. Seitdem post er gerne. Also hat er eine wahnsinnige Freude, wenn er fotografiert wird. Es ist für ihn Glücksbegriff und Glückssituation. Die schönste Situation, die ich erlebt habe, ist einmal am Attersee gewesen, als vor dem Schloss Kammer ein Hochzeitspärchen fotografiert hat und dort das Hochzeitsfoto machen wollte. Und ich nehme auch an, und er hat das Foto gecrashed. Er hat ist 200 Meter weg von mir gewesen und war ein Moment, ich bin bei der Leine mittlerweile recht konsequent, weil es auch andere Menschen gibt, die halt Sorgen haben, wenn sie einen Hund sehen, noch dazu so einen großen wie ihn. Aber in dem Moment hat er keine Leine drauf gehabt, weil er irgendwie wo reinschnuppern wollte oder was weiß ich was. Und auf jeden Fall ist er im gestreckten Galopp zu diesem Brautpaar und hat sie so dazu gesetzt. Das ist so. Und wenn man dem Argo Freude... Der pavlovsche Hund quasi. Ja. Wenn man dem Argo Freude machen will, dann macht man ein Foto von ihm. Also ich mache relativ viele Fotos, weil ich ihm viel Freude machen will. Und das stelle ich dann oft auch auf Insta. Mittlerweile gibt es auf Insta eine Community, die
dann, wenn es keine Agro-Fotos gibt, nach 3 Tagen sagt, was ist mit dem was Agro? Ist er krank? Geht es ihm eh gut? Und so weiter. Und so. Herr Anschober, ich möchte nicht unhöflich sein, aber Sie haben zu Beginn selber gesagt, Sie holen manchmal ein wenig aus. Ich fange Sie wieder ein. Ja, ihr dürft solche Reizworte wie Agro und Foto. Das stimmt, das ist von noch einmal selber gesagt. Aber wir haben auch darüber diskutiert, das ist auch Thema heute, es ist auch Heimtierhaltung. Ja, aber zurück, der Agro ist eine gute Brücke, zurück zu den Hunden und Katzen und anderen Heim- und Haustieren dieser Welt. Ganz ernst gemeint, welche Themen haben wir da in Österreich, was Tierwohl, Tierhaltung, Tierschutz betrifft? Gibt es da massive oder ist da eh alles fein? Worum muss man sich da kümmern? Was sehen wir nicht als Gesellschaft auch? Naja, gibt es 2 Antworten aus meiner Sicht. Das eine sind Tiere, die importiert werden und wo wir keine geeigneten Haltebedingungen im Regelfall haben. Also da ist das Haus des Gesundheitsministeriums für die Kontrolle zuständig. Geht es um exotische Tiere? Exotische Tiere. Ja, oder auch die Hunde, die aus dem Kofferraum verkauft werden, oder? Also ja, kommt auch das ist ein Riesenthema. Vor. Das haben wir wieder beim Thema Lebewesen Schmuggel, versus Dinge. Genau. Mhm. Schmuggelverkauf, wo man nicht weiß, wo ist die Herkunft, woher kommen die Tiere, unter welchen Bedingungen sind die entstanden. Etc. Das ist der eine große Bereich, da könnte man jetzt viele Details reden, aber das ist, glaube ich, sehr klar und ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Bereich ist so dieser Haltebereich, ja, gerade was Hunde betrifft. Und bei den Hunden haben wir das Problem aus meiner persönlichen Sicht, dass das eine Landeskompetenz ist. Das heißt, wir haben 9 unterschiedliche Hundehaltegesetze. Und wie auch andere Themen. Ja, ich bin ja ein großer Regionalist und mit großer Begeisterung noch immer, obwohl ich jetzt in Wien lebe, im Herzen trotzdem Oberösterreicher geblieben, das bist, ja, und mag's Land und ländliche Regionen, aber es gibt schon Themen, wo ich mich frage, warum wird ein Hund anders behandelt in einem Städten als in Linz? Kinder auch, Jugendliche, ausgehen. Ne? Aber weichen die so voneinander ab, diese Länderregelungen zur Hundehaltung? In wesentlichen Teilbereichen schon und vor allem, wenn das nicht der Fall wäre, würde es nicht so eine Emotionalität geben im Verteidigen dieser regionalen Zuständigkeit. Und da geht es eh im Wesentlichen um Verpflichtungen für den Hundehalter, für die Hundehalterin. Und das halte ich für total wichtig und gut. Ich selbst habe bei mir gemerkt, wie notwendig es ist, dass man weiß, was man tut. Ja? Dass man weiß, was heißt das für das Tier, wenn du so oder so reagierst. Das geht vom Futter bis zum Auslauf. Und dass es deswegen total wichtig ist, dass es sowas wie eine Schulung gibt am Beginn, ja, die man verpflichtend durchführen muss und wo man lernt, wie ich damit umgehe, mit diesem Lebewesen. Weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die glauben, etwas Gutes zu tun. Stichwort, keine Ahnung, die tägliche Mehlspeise oder der Schoko. Oder, ja. Das vermenschlichen einfach auch in der Ernährung bei den Tieren. Und ein Hund tickt anders. Und ich finde, man muss ein Lebewesen so nehmen, wie es ist. Und man kann nicht die menschliche Brille sozusagen über alles drüber stülpen. Und das ist gesetzlich determiniert, festgelegt und auf landesgesetzlicher Ebene. Und da gibt es schon Entwicklung, hat es gegeben in den letzten 10 Jahren, bis hin zur Frage der Welpenschule, dass der Hund ausgebildet wird, etc. Das sind alles Fortschritte. Dann geht es darum, welche Qualifikationen müssen jene haben, die diese Ausbildung durchführen. Ist da zum Beispiel Tierschutz mit der Ausbildungsgegenstand etc. etc. Und da gibt es Spezialisten, da gibt es Leute, die sie zu Experten und Expertinnen gemacht haben. Und die Kunst in der Politik ist immer, deren Vertrauen auch ein bisschen zu gewinnen und mit denen sozusagen am Thema, wo sie Kompetenz haben, dann in Richtung Lösungen zu arbeiten. Interessant, ja. Was mich zum Abschluss noch perspektivisch irgendwie interessiert, was sind die wichtigsten 2, 3 Themen, die in den nächsten Jahren angegangen werden müssen zum Thema Tierwohl, Tierschutz? Vielleicht ein bisschen aus der Sicht sozusagen der Einblicke, die Sie haben. Es geht uns nicht darum, aktiven Politikern Zurufe zu vermitteln, was wollte sie tun ich jetzt sollten. Gerade sagen, ja. Und wir haben ja auch bewusst, wir laden als Gesprächspartnerinnen keine aktiven Politiker ein, weil wir es auch nicht auf die parteipolitische Ebene heben wollen. Das wäre vielleicht oft schwer. Also es geht nicht darum zu sagen, lieber jetziger Herr zuständiger Minister, mach, sondern wirklich so ein bisschen abstrahierend, was sind die großen Themen des Tierschutzes, die man aus Ihrer Sicht angehen sollte. Ich wollte es eh einleitend sagen, weil ich habe das große Glück, dass ich 2 ausgezeichnete Nachfolger habe.
Und eines meiner Grundprinzipien ist, denen sozusagen keine öffentlichen Zurufe zu machen. Ich rede schon mit beiden, auch über inhaltliche Fragen. Das ist ja gut, wenn man Erfahrungen macht und die weiterzugeben, ist, glaube ich, auch ein Gewinn, auch für den, der jetzt in der Funktion ist. Aber diese öffentliche Belehrung, die da manchmal da ist, das halte ich für ganz schlecht. Das wird keiner wollen. Aber so ganz grundsätzlich gesehen, ich glaube, dass so diese Frage europäische Gesetzgebung ein Thema sein wird, ganz stark, in Richtung auch Vereinheitlichungen von Tierschutzregelungen, weil wenn wir ein gemeinsamer Markt sind, dann muss es auch zumindest vergleichbare Regeln geben. Und der Klassiker ist, und da bin ich recht froh, dass wir da ein paar Schritte schon gemacht haben, der Tiertransportebereich. Die Europäische Union, das Europaparlament, hat ja einen eigenen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gemacht. Warum ist es in manchen Ländern so desolat und gibt so schlechte Regelungen oder kann man Vollzug dieser Regelungen? Das heißt, diese nationale Ebene und die europäische Ebene zusammenzubringen, um europaweiten guten Tierschutz voranzubringen, das halte ich für total wichtig. Und den zweiten Bereich, den wir eh schon angezogen haben, das ist dieser Kennzeichnungsbereich. Das ist, ich finde, Wahlfreiheit ist immer was Schönes im Leben. Also ich bin überhaupt der Mensch, der es nicht mag, wenn man immer mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und besser weiß, was wer zum Essen hat oder was jemandem schmecken soll. Aber die Grundgerechtigkeit aus meiner Sicht ist, dass man dem Menschen einfach die Möglichkeit gibt, zu handeln, wenn er oder sie will. Und viele Menschen wollen handeln. Aber dazu müssen sie die Informationen haben und das ist eben die Transparenz, die Kennzeichnung. Das ist ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Wir sitzen in einem Kaffeehaus zur Mittagszeit und werden auch hier jetzt einmal schauen, wo das Schnitzel im Café Domeyer herkommt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Anschober. Ich danke Ihnen. Vielen lieben Dank. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.